Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung aus dem schönen Bayreuth. Das Thema Digitalisierung im Unternehmen ist immer ein bisschen wenig griffig. Gerade bei kleineren Unternehmen stellt sich immer die Frage, ja, ist das nicht bloß wieder so ein neuer Trend, aber irgendwie müsste man dann schon mitmachen. Aber was sollen wir denn eigentlich digitalisieren? Ich bin zum Beispiel Handwerker und wir machen jetzt schöne Dachstühle und ähnliche Dinge. Was soll man denn da entsprechend digitalisieren? Was kann man da machen? Und genau aus diesem Grund raus, dass manchmal Unsicherheiten bestehen, haben wir als Lösung unsere UAS-Digitalisierungswerkstatt entworfen. Was tun wir dort? Wir setzen uns gemeinsam mit unseren Kunden zusammen und wir analysieren die Prozesse, also die betrieblichen Abläufe, und sehen uns an, was ist dort möglich zu digitalisieren, also bestehende Prozesse auf ein höheres Niveau zu bringen. Da geht es eben nicht nur um die Erstellung von der Internetseite oder vielleicht einem schönen Konto bei Social-Media-Plattformen, sondern es geht wirklich darum, wie können wir zum Beispiel eingehende Rechnungen soweit automatisieren, dass sie gleich in dem richtigen Buchhaltungssystem landen, ohne dass sie einen Mitarbeiter noch groß anfassen muss. Zum Beispiel, man baut eine entsprechende Regel, dass alle eingehenden E-Mails, die das Wort Rechnung enthalten, sofort auf ein zentrales Postfach weitergeleitet werden, die Anhänge als PDFs, was denn die eigentlichen Rechnungen sind, abgetrennt werden und hochgeladen werden in ein Buchhaltungssystem. Das sind Beispiele für eine Automatisierung von einem bestehenden Rechnungsprüfungsprozess zum Beispiel und damit auch der erste Schritt wieder Richtung Digitalisierung. Nicht nur im Bereich der Buchhaltung, das geht eigentlich auch über alle anderen Arten, wo wir noch vielleicht papiergebundene Themen irgendwo haben. Denken Sie an die klassischen Regiezettel zum Beispiel, wenn die Baustelle draußen entsprechend gemacht wird, wird alles händisch eingetragen. Wie oft gab es denn da schon Rückfragen? Ich kann schlecht lesen zum Beispiel, wie war das wirklich gemeint? Hat es der Kunde wirklich abgenommen? Da kann man auch zum Beispiel den Einsatz durch Tablets relativ viel machen, dass dann eben gleich die richtigen Informationen erstens mal gut lesbar sind und zweitens sofort eben im Büro bei den Mitarbeitern, die es sofort weiter bearbeiten können. Das sind auch Teile von Digitalisierung. Digitalisierung kann aber auch noch einen ganzen Schritt weitergehen, indem man zum Beispiel sich überlegt, ich bin jetzt ein Heizungs-Klima-Sanitärunternehmen, durchaus ein größeres, habe eine schöne Bäderausstellung, die kostet aber wahnsinnig viel Geld. Und so eine Bäderausstellung unterliegt auch immer Trends. Das heißt, man muss sie regelmäßig wieder mit neuen Inspirationen ausstatten, was wiederum relativ viel Geld kostet und Kapital bindet. So eine Ausstellung ist sehr teuer. Wie wäre es denn, wenn man einfach so einen Ausstellungsraum digitalisiert, einen Digital Showroom draus baut, wo der Kunde zum Beispiel mit einer VR-Brille sich genau anschauen kann, was gibt es denn für Möglichkeiten entsprechend zu tun, wie kann man solche Dinge einfach besser machen. Auch das gehört zum Bereich der Digitalisierung, neben vielen anderen Bereichen, zum Beispiel Kundenmanagement und ähnliche Sachen eben auch. Das sind alles Themen, mit denen wir gemeinsam unsere Kunden wirklich voranbringen, was wir auch schon entsprechend oft umgesetzt haben und damit wirklich auch nachhaltig für weniger Verbrauch von Ressourcen gesorgt haben. Denken Sie nur an das viele Papier, was Sie nicht mehr kaufen müssen. Denken Sie an die Druckkosten, die Sie nicht mehr brauchen. Denken Sie auch zum Beispiel an Laufwege immer, die Sie dadurch einsparen können, aber eben auch an das ganze gebundene Kapital durch eben solche Sachen wie ein Digital Showroom. Das waren Beispiele dafür. Wenn sich das ganz interessant und spannend für Sie anhört, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Schreiben Sie uns einfach über unser Kontaktformular oder rufen Sie an. Die Telefonnummer finden Sie selbstverständlich oben in der Navigationszeile von unserer Homepage oder auch entsprechend auf unseren Kontaktseiten. Ich freue mich auf Ihren Kontakt. Ich freue mich auf Ihre Ideen, vielleicht auch nur mal den ersten Austausch, ganz unverbindlich, was man alles tun könnte. Ihr Axel Schröder.